Die deutsche Hochkultur besteht ja nicht nur aus Schiller, Bach, Beethoven und Goethe. Nein, mit vergangenen Jahrhunderts ist ein weiteres Medium dazugekommen zur deutschen Hochkultur, das allerdings seinem Bildungsauftrag nicht ganz gerecht wird, nämlich das Fernsehen. Doch hat man dort erst einmal Fuß gefasst, wird man schnell zum Superstar und wird nicht schnell bekannter als, sagen wir mal, Walter von der Vogelweide. Aber Bekanntheitsgrad hin, Walter her. Wir sind froh, dass er heute Abend bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen! Michelle Hundfinger, Rumzinger, Rundstringer, einfach Michelle. Hallo Tommy, ja. Hallo Deutschland, hallo liebe Zuseher. Danke Michelle, und damit wir heute auch nur 50 Minuten überziehen, kommen wir jetzt sofort zu unserer ersten Saalwette. Michelle, was haben wir denn? Erster Vorschlag, eingereicht von Erich Gewinner vom Elsnitzer Laufclub. Der Laufclub Elsnitz wettet, dass er Käse zum Laufen bringt. Das ist unglaublich. Was sagt man dazu? Was für ein unglaublicher Käse. Ja, was haben wir denn noch so? Ja, begrüßen wir an dieser Stelle, wo sitzen Sie denn? Die Einreicher der nächsten Wette. Da unten im Publikum sitzen Sie. Es sind Ronny und Mandy aus Lugau von der Salauriner Straße, und sie wetten. Unser Sohn Kevin, 11 Jahre, wettet, dass er aus dem reichhaltigen Sortiment des Paletti Parks alle Biersorten erkennt. Ja, ich habe da noch einen. Moment. Die letzte Wette ist Muhammad Al-Gaddafi aus dem Negerdorf wettet, Achtung, dass er mit einer Dampfwalze der Marke Mubarak über 1000 Aufständische springt. Mit Anlauf? Ja, das steht jetzt nicht hier. Aber sollte er es nicht schaffen, dann wird er unserem Herrn von und zu Gutenberg folgen und sein Diktatorentitel abgeben. Regie sagt gerade, wir haben schon wieder 20 Minuten überzogen. Ich glaube, wir kommen jetzt hier, Michelle, sofort zur ersten richtigen Wende, oder? Ja. Der Klempner-Lehrling Bernardo B. aus Flensburg wettet, dass er alle Fischsorten der Welt erraten kann. Alle Fischsorten der Welt, das ist jetzt wirklich ein bisschen viel, so viel Zeit haben wir nicht. Wir fangen mit 6 Fischsorten an. 6 Fischsorten, ja. Text ist aber gut, ne? Ja. Den mal. Thank you.
Aus dem hohen Norden, genau gesagt aus Bremen.
führen uns heute hier eine akrobatische Pyramide und man stelle sich vor, die singen dabei. Sie singen? Singen Sie unser Lied? Ding Dong, die Katze ist tot, Ding Dong, die Katze ist tot. Wir singen das andere, das heißt, die Walter sind die Räuber, denn es handelt sich um die Bremer Stadtmusikanten. Wettet, dass er, obacht, mit
seiner Ente hier auf die Tribüne über drei Käfer springen muss. Wahnsinn! Am besten holen wir erstmal die drei zu überspringenden Hürden. Unsere Käfer bitte! Und ihr besichtigt viele Sehenswürdigkeiten unseres Landes.